Marketenderinnen gelten als die guten Engel vieler Vereine und doch stehen meist die anderen im Mittelpunkt. Aus diesem Grund wurde vor einigen Jahren im Lunga der sogenannte Marketenderinnen-Contest ins Leben gerufen, um diese Engel einmal vor den Vorhang zu holen. Auch in Dorfgastein ist man auf diesen Zug aufgesprungen und so konnte am 28. Juli dort bereits die zweite Auflage dieser besonderen Veranstaltung über die Bühne gehen. So hat es angefangen und so hat es geendet. Die Rede ist vom zweiten Pongauer Marketenderinnen-Contest am 28. Juni in Dorfgastein, organisiert von der Trachtenmusikkapelle Strochner. Insgesamt 8 Marketenderinnen-Pärchen aus dem Pinz und Pongau waren diesmal mit dabei, um sich in Sachen Marschieren, Adjustieren und Spontanität im Interview zu beweisen. Der Wettergott machte es den Veranstaltern zwar nicht gerade leicht, aber pünktlich um 20 Uhr konnte es losgehen. Und 4 junge Nachwuchsmarketenderinnen zeigten gleich einmal, wie es richtig geht. Der Auftakt war also geglückt und die Stimmung der 450 Besucher im Festzelt war schon jetzt hervorragend. Das blieb auch in der Folge so, denn die Marketenderinnen machten auf dem Laufsteg durchwegs eine sehr gute Figur, wie auch die hochkarätig besetzte Jury honorierte. Insgesamt muss ich sagen, waren also jene Paare, die dabei sind, durchwegs positiv. Natürlich sind einige Paare dabei, die sich vielleicht besser vorbereitet haben, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Aber insgesamt muss man sagen, ein sehr, sehr positiver Eindruck von unseren Marketenderinnen. Den besten Eindruck bei der Jury und beim Publikum, das mittels Applausometer ja auch mitstimmen konnte, hinterließen letztlich 2 Lokalmatadorinnen. Sieger des Marketenderinnen-Contest 2012 sind die Birgit und die Silvia der Gasteiner Schützen. Also war wirklich eine Riesenfreude und dann mit so einem Fanclub, das ist schon super. Hättest du euch das erwartet, dass das solche Emotionen auslösen kann? Nein, gar nicht. Aber es ist einfach ein gutes Gefühl. Großen Anteil an diesem Erfolg hatte auch der große und lautstarke Fanclub der Gasteiner Schützen Dorfgastein. Ja, die Fans waren einfach ein Wahnsinn. So einen Fanclub hätten wir uns echt nicht erwartet. Die sind alle hinter uns gestanden. Einfach super. Gute Kompanie und gute Freunde. Der Erfolg beim zweiten Pongauer Marketenderinnen-Contest freute natürlich auch den Hauptmann der Gasteiner Schützen Dorfgastein. Ich würde sagen, man soll sich auf die Lorbeeren nicht ausruhen, aber ich bin stolz drauf, dass wir das anbauen haben. Konkurrenz war stark gegen die Muse, aber wir haben es durchgemacht und ich muss auch allen anderen gratulieren, die was dabei gewesen sind und was da mit haben. Gratulation! Beim zweiten Pongauer Marketenderinnen-Contest standen die 8 teilnehmenden Paare voll und ganz im Mittelpunkt. Eine nicht wirklich alltägliche Situation, die bei den Marketenderinnen aber sehr gut ankam. Das ist perfekt, dass wir einmal im Mittelpunkt stehen und nicht die Musikkapelle, sondern die Marketenderinnen. Das habt ihr euch verdient? Ja, eindeutig. Weil ohne uns, waren es auch nichts, darf man auch nicht sagen, aber uns brauchen sie einfach. Wir sind so arbeitnerrappelig, wir sind erste Front, aber so haben wir richtig nur mir. Also ausstreiten kann ich nicht, dass es schön war. Es ist super. Natürlich ist es dann einmal toll für uns, dass wir einmal im Mittelpunkt stehen und die Marketenderinnen vorgehoben werden. Und das ist wirklich ein tolles Event, um eben das zu zeigen, dass die Marketenderinnen mehr drauf haben, als nur die Schnaps zu verkaufen. Das konnten sie beim Marketenderinnen-Contest 2012 einmal mehr eindrucksvoll beweisen. Denn vor allem das fröhliche und natürliche Auftreten der Teilnehmerinnen begeisterte wirklich alle im Festzelt. Eine wirklich bemerkenswerte Leistung. Schließlich marschiert man nicht alle Tage alleine vor 450 frenetischen Zuschauern einen Laufsteg entlang. Den Marketenderinnen machte das aber sichtlich Spaß. Ja, voll geil, aber jetzt
Ja, nervös waren wir auch vollgas. Also. Ich habe es das zweite Mal schon gemacht. Ich war schon beim Landesfinale draußen und es war super. Es ist ein geiles Gefühl, einfach mal ganz Leute ein bisschen anfeiern. Ja, gut ist, mit dir das erste Mal. Ja, wir haben es ja schon das zweite Mal gehabt und es ist immer wieder spannend. Und immer wieder sind wir so nervös und so aufgeregt. Vor lauter Angst, dass wir es nicht dabei hatten. Ja, Wahnsinn. Also, du hältst ja aus und Magadinterinnen, es müsste dabei sein, weil sowas kriegst du nie wieder. Möglich gemacht haben diese tolle Erfahrung auch heuer die Mitglieder der Trachtenmusikkapelle Strochner Dorfgastein, die den zweiten Pongauer Marketenderinnen-Contest wieder perfekt abwickelten. Am Ende konnte von Seiten des Veranstalters dementsprechend ein absolut positives Fazit gezogen werden. Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Das Wetter hat ausgehalten, viel Besucher da, ganz ambitionierte Marketenderinnen-Paare und ich glaube, Magadentrin sollte wirklich, wenn es so eine Veranstaltung ist, den Rahmen kriegen, dass die Öffentlichkeit sieht, aha, die Magadentrin hat auch was anderes zu machen, als wir nur Schnaps zum Verkaufen und lieb Brettschauen. Sondern jetzt wir sind einfach total zufrieden und dass wir uns mitteilen und dass noch die Leute sagen, so eine Veranstaltung ist was anderes und das kann man sich eher gerne anschauen. Einer Fortsetzung im kommenden Jahr steht also nichts im Wege. Und man darf schon jetzt gespannt sein, welches Marketenderinnen-Duo dann am Ende strahlen darf.